Du bist großartig. Du bist awesome. Wo weiß ich das? Ich meine, schau dir mal Kinder an. Kinder. Die denken sich nicht, hey, was denkt Johnny von mir, wenn ich hier diese Rutsche runterrutsche und dann in diese Pfütze falle? Oder was passiert, wenn ich hier diese Leiter hochkletter, die so dünne Streben hat? Nein, sie probieren es einfach. Sie machen es einfach. Sie probieren immer wieder und immer wieder und immer wieder und denken sich nichts dabei. Ziemlich großartig, wie ich finde. Das tun sie aber nur so lange, bis das Leben beginnt. Das eigentliche Leben. Sie kommen in den Kindergarten, sie kommen in die Schulen. Und ja, das hat halt so den Nebeneffekt, dass dann halt auch andere Leute da sind. Und andere Leute haben andere Meinungen, andere Wertvorstellungen, andere Normen. Dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, wir, die wir mal großartig waren oder immer noch großartig sind, werden plötzlich in alle möglichen Formen gequetscht. Beziehungsweise werden eine Menge verschiedener Schichten über uns drüber gedeckt. Diese Schichten sind Meinungen, diese Schichten sind Normvorstellungen von anderen Menschen, diese Schichten sind zum Beispiel, nein, das kannst du nicht machen, nein, lass es lieber bleiben, das ist eher nichts für dich. Nein, 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 nein. Das Problem an der ganzen Sache ist, dies alles geschieht zu einem Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir überhaupt keine Kontrolle haben, wo wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, selbst zu reflektieren und uns zu sagen, hey, Frau XY hat gesagt, aus mir wird niemals was, aber sie hat überhaupt nicht recht, oder hat sie wirklich recht? Wir nehmen das einfach hin, wir hören uns das an und denken, oh, sie hat gesagt, aus mir wird niemals was, wahrscheinlich wird aus mir niemals was. Wir hinterfragen das nicht. Und mit der Zeit wachsen wir. Wir werden älter, wir werden älter, wir werden älter. Und diese Schichten, jeden Tag kommen mehrere Schichten drüber. Mehrere Schichten drüber. Und dieser Kern, der so großartig ist, der so awesome ist, wird immer weiter überdeckt. Und wird immer diffuser, bis wir ihn irgendwann gar nicht mehr sehen. Und dann zum Entschluss kommen, ich bin halt so. So bin ich halt. Die sagen alle, dass ich so bin. Deswegen, hey, lass ich so stehen. Das ist mein Leben. Mehr wird daraus nicht. Auch wenn ich unglücklich bin, so ist es halt einfach. Aber ich glaube nicht daran. Ich glaube tief in jedem von uns. Der Kern ist großartig. Jetzt haben wir die Wahl. Was machen wir mit dieser Information? Fangen wir an, richtig tief zu schaufeln, zu schaufeln, zu schaufeln, zu schaufeln und diese ganzen Schichten wegzureißen und einfach zu verfetzen, sodass wir dann zu unserem Kern zurückfinden? Und dann aus diesem großartigen, aus diesem awesome Kern raus agieren und schauen, wie wir unser Leben aus dem hier gestalten können? Oder sagen wir mit dieser Hülle, so bin ich halt einfach. Und so wird es für immer sein. Ein Freund von mir meinte auch, Pau, dein Motto in deinen Videos, stay awesome, das kannst du nicht sagen, weil nicht jeder Mensch ist awesome. Und ich meinte zu ihm, hey, Andy, weißt du was? Doch. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch awesome ist. Jeder Mensch ist großartig. Und ich stehe da voll und ganz dahinter. Nur das Blöde ist, dass ganz wenige sich trauen, diesen Kern wieder auszugraben. Und deswegen der Meinung sind, dass sie nicht awesome sind, dass nicht jeder awesome sind. Sie sind nicht auserwählt, um großartig zu sein. Sie sind nicht auserwählt, um awesome zu sein. Und deswegen werde ich das weiterhin sagen. Stay awesome. Fang an, diesen Kern auszugraben. Finde zu dir zurück und fang an, dein Leben in deine Hand zu nehmen. Fang an, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Fang an, aus diesem Kern hier zu agieren. Denn du bist großartig. Du bist awesome. Und deswegen mache ich auch diese Videos. Ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann ein Video dabei ist, wo es einfach Klick macht und du dir denkst, ja, auf geht's, let's go. So war das nämlich für mich. In der 8. Klasse kam eine Lehrerin zu mir und meinte, Pau, wenn du so weitermachst, aus dir kann was werden. Und dieser Moment hat mein ganzes Leben in Bewegung gebracht. Aus dem kleinen Jungen, der gemobbt wurde, wurde jemand, der wusste,
Das ist ja mein Leben. Ich habe das unter Kontrolle. Und ich bin ja großartig. Also auf geht's. Also Leute, denkt darüber nach. Denkt darüber nach, wie möchtest du sein? Möchtest du die Gesellschaft sein? Oder möchtest du und awesome sein? Stay awesome. Bis dann, hau rein.